gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus, gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus. Es dämmert uns schon länger, die Gelder gehen uns aus. An Arbeitsplätzen mangelt's, an anderen mangelt's auch. Es mehren sich die Stimmen, der Chor wird ganz schön laut. Experten raten bange, ist die Krise da, geht aus. Den Euro. Gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus, gib ihn aus. Den Euro. Gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus, gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus. Mit leeren Taschen, volles Leben, Politik verspricht uns viel. Es meldet sich die Wirtschaft und erklärt ihr Ziel. Gesteigertes Realeinkommen, Neuverschuldung kaum. Das ist der Treibstoff für den Motor, der Boom im Euroraum. ESF, SEZB, ESM und IWF. Den Euro. Gib ihn aus, gib ihn aus, bitte, bitte, gib ihn aus, gib ihn aus. Den Euro. Haushalt wird verspekuliert, die Defizite akzeptiert, Prognosen werden korrigiert, am Markt wird wieder investiert, der Aufschwung kommt unkontrolliert, der DAX in Frankfurt explodiert, wir sind dann bald amortisiert, Rettungsschirme installiert, auch gerne zwischenfinanziert, dann wird der Staat privatisiert und alle Nullen annulliert. Der Euro, der kommt gerne rum. Das ist seine Natur. Wenn du ihn hast, dann gib ihn aus. Du kriegst doch was dafür. Die Konjunktur, die dankt es dir. Der Handel schließt dich an. Und wenn der Yen sich denn erholt, dann fangen wir richtig an. Den Euro. Gib ihn aus, gib ihn aus. Bitte, bitte, gib ihn aus, gib ihn aus. Den Euro. Bitte gib ihn aus! Gib ihn aus. Bitte, bitte gib ihn aus.